Hallo und herzlich willkommen wieder hier mit mir, du einer von vielen und Aberration. Wir sind jetzt hier schon auf einer epischen Reise unterwegs zu den Featherlights und endlich haben wir sie gefunden. Der erste Featherlight hier ist hier vor uns und dafür haben wir halt mitgebracht, hier die Auric Mushrooms, die wollen die angeblich fressen. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie wir an so ein Featherlight rankommen, ne? Wir hätten wohl Bolas mitnehmen sollen, so wie es scheint. Oder? Wie kriegen wir den jetzt da? So hoch kann ich nicht springen. Hoffentlich kommt er wieder runter. Und der landet irgendwann. Ja, gucken wir mal, ne? Nun latschen wir dem jetzt erstmal hinterher. Scheiß. Was macht dein Spino hier unten? Wir sind im verstrahlten Gebiet. Oder was hast du jetzt gemacht? Gar nichts. Okay, ich bin verstrahlt. Ah, wegen dem Viech oder was? Nein, wenn wir weiter in Richtung den, also wo du jetzt hinschaust, wenn wir da weiterlaufen. Ach so, okay. Also war ganz knapp an der Kante gerade, ne? Ganz klar. Okay, das nehmen wir zwei Featherlights mit, oder? Können wir den einen ja wegschmeißen, den du es auf Schulter hast? Wollen wir erstmal. Die sehen toll aus, ne? Oh, schickes Tier. Wollen wir eben hier auf Tuchfühlung gehen hier. Hallo. Na du? Ja, ne? Freust du dich, wa? Ich mich auch. Hey, nein, nicht abhauen. Hey! Hoffentlich kommt der nochmal wieder. Ja, der kommt nochmal wieder, ne? Muss halt wieder warten, bis er runterkommt. Ja, da kommt er doch schon wieder. Fertig! Ja. Oh, da rollt er sich rum. Hallo, Snimmy. Ja, okay. Oh, ich stelle mir einen, ja? Lass mal gucken. Was hat er denn? Lass mal kurz hier verhalten. Machen wir mal auf Passiv. Ich sehe halt nichts. So, was ist denn? 29er Feebay. Lass mal kurz gucken, was habt ihr denn? Ja, genau dasselbe, ne? Charge Capacity, bla bla bla. 130 hat er nur. Willst du dein Licht eben ausmachen? Dann machen wir das hier mal an. Die, mach dich mal bitte bereit. Bin bereit. Ja. Voll niedlich, das Tier. Oh, ja, das leuchtet das schön. Mal später dann mal anschauen und so. Hier ist es. Meinst du, hier ist zu gefährlich? Ja, lass uns mal noch einen davon. Featherlight oder nicht? Geht gerade nicht. Ich sehe nichts. Da ist ein Rock Drag vor uns. Direkt in den Büschen, ne? Aber so ein Featherlight sehe ich gerade nicht. Ja, ich wollte dir nochmal zeigen. Nee, nicht mehr weit. Das ist genau an der Grenze, ja. Wir sind jetzt halt gerade genau an der Grenze zu dem verseuchten Gebiet, ne? Und da tummeln die sich halt. Ich zeige hier gerade nochmal auf der Karte, wo wir hier sind. Man sieht da ein bisschen schlecht wegen den Handschuhen vom Ghillie-Suit. So, da unten seht ihr den Pin, ne? Wir sind jetzt ungefähr so bei 63, 65 irgendwo da. Da haben wir jetzt halt gerade den ersten Featherlight entdeckt. Jetzt gucken wir mal, ob wir Glück haben, hier noch einen finden. Ne, sind beide Seekers. Da wollen wir, achso, die da hinten. Ja, ne, da wollen wir da nicht hin. Rechts. Voll viele Seekers da vorne. Gut, ich muss sagen, habe mich jetzt hier ein bisschen verlaufen. Wollen wir noch ein bisschen links hoch, also auf der Karte rechts hoch, so zu den Koordinaten, sagen wir so 55, 75 ungefähr. Mal gucken, ob wir da hinkommen. Mal gucken, ob wir halt noch mehr finden von denen, die wir zähmen können. Kann sein, ich habe keine Ahnung, ne? Du hast mich jetzt hier gerade rumgeführt, ich bin ja gerade nur hinterhergerannt. Wir gucken jetzt mal, ob wir hier noch so ein Featherlight finden, den wir mitnehmen können. Sind ja schon schöne Tiere. Hinter uns ist wieder Megalosaurus. Oder ist das ein Kanu? Das ist ein Kanu, oder? Beides ist unter uns. Achso, beides. Ja, guck mal, habe ich ein Auge für, ne? Ja, jetzt höre ich ja schon wieder the Nameless. Ja, ist eine gute Richtung. Sieht gut aus. Bist du dran? Achso, du bist da dran. Achso, da, ja. Ich wollte mich ein bisschen rechts halten, weil ja da das Gebiet ist, oder? Nein. Geh weg. Bloß nicht packen lassen. Ja, klappt schon. Hier rum, ja gut. Ich wollte mich, wie gesagt, ein bisschen weiter rechts halten. Hier noch ein bisschen an der Grenze gucken. Vielleicht finden wir ja noch einen. Okay, klingt gut, ja. Die Lampe bei mir ist ausgegangen. Vorne. Ah, deine Lampe ist an, okay. Lauf weiter. Aha, Rock Drake, ja, hab ich gesehen. Wir können gerade nicht stehen bleiben mehr. Oder wir drehen uns um und machen den Putt. Umdrehen, Putt machen. Was ist denn hier noch? Au! Oh Mann. Ach, ich sitze noch auf meinem Tier drauf. Ich hab gedacht, ich wäre schon längst runter. Bin dabei.
Es ist schon viel Action hier, ne? Keine Frage. Das ist mein Featherlight eigentlich. Da ist ein Featherlight vor uns, ne? Ja, aber wenn wir nicht aus dem Kampf kommen, können wir den... Ja, ja, ne, keine Frage. Das werden wir schon irgendwie schaffen. Komm hier, Prankenhieb! Gott weiß was. Da. So, jetzt. Okay. Dann nochmal. Wir geben denen halt hier die, ne? Ich zeig nur mal, wie die Pilze heißen hier. Auric Mushrooms. Ja, und mit denen füttern wir ihn halt. Oh, das ist sogar ein 70er. Schön. Ist meiner noch da? Ich sehe den gerade so schlecht. Ja, da ist er. Dann ist er da. Ist er. Schicker Vogel. Okay. So, wieder runter. Jupp. Soll ich wieder füttern? Ja, noch nicht. Na, werd hungrig? Du willst es doch. Du willst es doch von uns. Dir. Oh, 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 oh. Hau drauf, hau drauf. Auch schon beide tot? Ja, beide tot. Featherlight? Oh, ist zum Glück gerade geflogen. Gutes Tier. Gut, oh, der sieht aber auch schön aus, ne? Bitte nicht da in diese Richtung. Nicht weiter darum. Oh, guck mal, hier sind zum Beispiel zwei Gasquellen direkt nebeneinander. Wollen wir hier nicht vielleicht mal irgendwo eine Basis bauen, so einen vorgeschobenen Außenposten? Würde uns halt helfen, ne? Dann müssen wir nicht immer von Gott weiß, wo hier hinkommen. Ja. Fuck, ich wollte ihm noch unbedingt einen geben, aber hat nicht geklappt. Wir brauchen dein Licht hier. Featherlight, 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 wo ist er? Steht noch. Okay. Ah, Glück gehabt. Jetzt hebt er natürlich erstmal wieder ab. Ah, deine Lampe ist auch raus. Warte, ich mach meine an. Ach du Scheiße. Wo ist mein Tier? Ja. Okay, meine Lampe leuchtet. Da komm, Nameless, vor dir, steig auf. Moment, ich muss ihn auch schnell füttern. Er ist füttern, ja. Ja, er ist füttern. Das ist hier eine halbe Ewigkeit. What? Ja, Seeker. Ist schon eine harte Gegend hier. Hä? Wo ist mein Tier? Ich muss gerade nachladen, ich suche. Ich höre irgendwas Hartes, was Großes. Megalo. Oder ist das der Kano? Egal, abknallen. Scheißegal. So, Kano war's. Bist du? Hier. Bist du? Dein Tier habe ich jetzt gerade noch nicht wieder gefunden. Oh, der war ich schön, ne? Mein Tier. Hast du? Okay. Wo? Ah, da vorne. Der hier. Nein, nicht weiter rein. Der ist über mir, oder? Also hier ist einer, wo ich bin. Der ist, das ist der 70er, ja. Das ist der doch, der war doch 70, oder? Ja, der war 70. Ja, der kommt jetzt auch runter hier. Oh, ja, das ist aber ein anderer, ne? Oder der hat resettet. Jetzt bist du wieder von vorne. Meinst du, war zu lange? Ja. Na gut, machen wir nochmal. Hier. Der macht aber auch tolle Geräusche, ne? Können wir dich irgendwie einklemmen oder so? Ja, eigentlich geht er schon schnell, ne? Wenn er halt mal stehen bleibt. Da. Nein, nicht fliegen! Nur nicht fliegen! Ja, zumindest den Boden, nee. Nee, da geht er steil. Komm runter! Oder ja, wir holen dich runter. Dreimal noch, glaube ich. Da ist ein Rock Dragon, nicht weit von dir, ne? Hinter dir, um genau zu sein. Rock Drake! Sie ist in deinem... 5. Also ja, okay. Ja. Easy. Den hauen wir um, wenn er zu nah kommt. Du willst doch. Komm, da. Ja. 73. Das ist mittlerweile schon ganz schön nah. Ach, der kommt nicht. Okay, ich halte ihn schon mal im Auge. Ich trau dem Braten da nicht. Und der... Oh, ich wollte sagen, der fliegt auch noch dahin. Der kommt. Okay, der ist ganz schön nah. Na, jetzt doch nicht. Jetzt doch wieder nicht. Okay, dann schnell füttern. Ja. Wurde gefüttert? Einmal, oder? Ja. Einmal noch, ja. Dann schmeißt dein Tier schon mal weg oder so? Ja, genau. Sehen, dich brauchen wir nicht mehr. Nö, komm. Machen wir hier nochmal eben die Funzel an. So. Und komm, wir sind mal nicht so, ne? Ne, warte. Behavior. Na komm, ich will den auf Wandern stellen. Da, so, jetzt lauf, kleines Scheinhorn, lauf! Okay, damit haben wir jetzt eigentlich da, was wir haben wollten, ne? Wir haben erstmal zwei Featherlights besorgt. Die bringen wir jetzt nach Hause und ja, dann kommen wir wieder zurück mit Schutzanzügen und dann wollen wir uns mal noch weiter hier in das Gebiet reinwagen. So ist jetzt der Plan. Na gut, dann sag ich mal bis gleich. Ja, wir sind jetzt wieder zu Hause hier mit zwei von den Featherlights. Ja, ne, die Frau freut sich hier natürlich, ne. Oder die Weiblichen, ja, sehr schön am Streicheln, ne. Ja, du bist ein ganz feiner, ne. Och, wie er sich freut. Ja, ich muss auch sagen, deiner sieht schon cooler aus auf jeden Fall von den Farben her. Ist schon geil.
wie die aussehen. Huiuiuiui. Jetzt will sie mit Sicherheit auch erstmal natürlich. Oh, die Farben ändern sich sogar. Da. Schick sieht das aus. Erstmal schön streicheln, ne? Ja, 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 ja. Mal eben gucken, was können wir denn noch, wenn wir jetzt hier mal was anmachen? Ah, dann geht, ne? Dann ändern die halt so ihre Farbe, ne? Sieht schon cool aus, ja. Halt, rot fand ich cool. Ich glaube, das ist nur, wenn er aus ist, ne? Ja, Turn wenn off. Aus ist. Ah, das ist eine normale Farbe. Achso, dann leuchten die komischen Farben da hinten drauf, ne? Naja, machen wir bei den Grünen auch Turn off. Ah, der hat gelb. Achso. Ah, okay. Sehen schon cool aus, keine Frage. Ja, jetzt haben wir, jetzt fehlt uns nur noch eine Art. Das sind halt die Glowtails. Glowtails. Ich glaube schon, ja. Irgendwie Leuchtschwänze, ja, genau. Ne? Oder Eidechsen oder so sind das, wa? Geckos, ja. Die wollen wir uns jetzt gleich nochmal besorgen gehen. Zeigen wir euch natürlich auch, ne, wie wir die halt holen. Und dann haben wir schon mal alle von den Viechern hier zu Hause. Ja, dann werden wir da natürlich auch ein paar gute von züchten und so, ne? Aber irgendwann mal erstmal besorgen, erstmal ranschaffen, ne? Erstmal anschaffen gehen hier. So, wir sind jetzt hier auf der Jagd nach diesen Glowtails, ne? Glowtails? Glowtail, ne? Glowtails. Ja, Leuchtschwänzen. Die sollen halt irgendwo hier in der Höhle sein. Muss man jetzt da durchkriechen, oder was? Sieht so aus, ne? Doch, dann, du hast doch Dings mit. Was? Ja, Pfeil und Bogen. Ja, Pfeil und Bogen. Ich hab ne Schrotflinte. Aber ja. Okay, ich pack's aus. So, nachgeladen. Durchgeladen. Mal gucken, was wir hier finden. Ist jetzt gerade ziemlich dunkel. Wir haben mit Absicht keine Tiere mitgenommen, damit wir jetzt gleich halt zwei wieder mit rausnehmen können. Ja, aber wir sind hier am richtigen Weg, okay. Glaub schon. Also wird mir hier gerade so zugeflüstert, ne? Mal gucken, was wir hier so finden. Geht aber hier ganz schön steil runter, ne? Ich zeige euch natürlich mal, wo wir hier sind. Okay, sieht man gerade nicht wegen dem Ghillie-Suit. Zeige ich euch dann nachher nochmal. Wo halt der Eingang zu der Höhle ist, ne? Wenn hier jemand anders das auch noch sucht. Sieht aber schön aus, ja? Doch, gefällt mir hier. Ziemlich idyllisch. Also wenn ich eine Eidechse wäre, würde ich mich auch hierhin verziehen, ja. Wow. Tatsächlich. Ist schön hier. Okay. Was ist das? Zika? Zika. Kommt. Zika kommt. Okay. Zika. Gut. Glowtails. Ich höre irgendwas. Schlange? Ach du Scheiße. Mega Neura, das ist nicht gut. Ach, Mega Neura hier, weiß schon, was ich meine. Atrepleura. Nichts mitnehmen. Ja, komm. Ich denke nicht, da will ich nochmal reingehen. Im Moment kann ich zwar nicht leveln, aber. Guck mal, da auf der anderen Seite steht, ne? Da stehen die schon alle da in der Reihe und warten auf uns. Okay, wir nehmen dann einfach den anderen Weg. Ich könnte mir vorstellen, aber hier auch ein Artefakt finden in der Höhle, ne? Ja, da vorne, was schon. Ach ja, da, ja, ich sehe schon pulsieren, ja. Was kommt da jetzt? Pläuper, Polpol, ja, keine Ahnung, ja. Wie sie heißen. Pausenfüßler. Haben wir. Ist jetzt gerade ziemlich duster, aber wie gesagt, mit Absicht, ne? Zwei Skorpione vor uns. Alles klar. Pass auf, wo du hinschießt, da ist schon ein Cloud her. Ups. Okay, schön gemacht. Da hinten, achso, da hinten der Leuchtschwanz, ja? Da ist noch ein Raptor 2. Bäm! Mit einem Blick, du. Mit einem Schuss. Hey, Glowtail! Du kleiner, du. Oh, du bist aber ein Süßer, ne? Da! Sieht man jetzt gerade recht schlecht. Aber warte gleich, ne? Ist halt so eine Eidechse hier, die mit funkelndem Schwänzchen. Female Glowtail Level 50, ja, das geht doch. Eine andere Frage, was für ein Ei hast du jetzt gerade aufgehoben? Ei? Ich habe kein Ei aufgehoben. Du hast kein Ei aufgehoben? Vielleicht aus Versehen, ich guck mal. Doch, du hast recht, ein Glowtail-Egg. Ups. Ja gut, die brauchen wir ja auch für Kibbel, ne? lass mal gucken, dass wir ein Männchen und ein Weibchen mitnehmen, wenn möglich. Ja, dann wollen wir schon mal ein paar Eier produzieren. Weil uns fehlen nämlich gerade Baryonyx-Eier und Glowtail-Eier zum Prägen. Schön, oder? Ich finde, die sehen schön aus. Oh, dauert aber ein schön. Bisschen. Da, der will wieder. Ich hab schon wieder ein Ei aufgehoben. Ah ne, scheiße. Ich hab ein braunes Ei, ja. Ich dachte, hoch, was war das denn? Da war doch was. Also brauchen wir noch ein Männchen. Ja, erstmal egal, was für eins, ne. Schön, schöner Glowtail. Mach da.
Ich weiß, ich finde die auch schön, ne? Mit den. Sowieso, im Moment finde ich ja, auf Aberration leuchtet das alles voll toll, ne? Und was ich hier halt immer toll finde, ist, bei vielen von den Tieren, die sind ja auch süß gemacht, ne? Hast du den schon wieder gefüttert? Nein, habe ich nicht. Da, man kann ihn füttern. Der hat halt so viel gekackt, jetzt liegt vorm Maul liegt ein Stück Scheiße und hinten liegt ein Stück Scheiße. Ich glaube, der hat das vorne noch eins ausgeschissen. Ich glaube, der hat aus dem Maul geschissen, so wie es aussieht. Naja, auf jeden Fall bewegt er sich nicht viel, das ist schon mal gut. Mal eben warten hier. Da, ist fertig. Wir haben den ersten Glowtail gezähmt. Okay, ich lasse ihn nochmal im Aufladen. Was sagst du, da war jetzt ein Weibchen, das heißt, wir brauchen noch ein Männchen, ne? Genau, da, Geschlecht weiblich. Jupp. Wieso kann ich. Hier liegt so viel Scheiße. Ich kann den nicht aufheben, weil er so viel Scheiße liegt. Der hat so viel gekackt. So, endlich. Mach ich erstmal eben hier, ne? Auf Passiv. Ja, der ist sofort voll. 96, 97, 98, 99. Fast. Da! Und da leuchtet da. Schön. Schöner Leuchtschwanz. Dö. Na, ich bin mal so frei. Da habe ich den Leuchtschwanz auf der Schulter. Oh. Guck mal, der hängt da hinten voll raus. Der Schwanz. Wedelt da mit ihrem Schwänzchen rum. Ja, ne, den haben wir jetzt hier mit den giftigen Pilzen gezähmt, ne? Mit den Acerbic Mushrooms. Jedes Tier will halt einen anderen Pilz, ne? Jeder von den Leuchttieren. Oh, Krabbe. Abknallen oder was? Wie habe ich jetzt gerade nochmal die Seite gewechselt? Scheiße. Wie habe ich das denn jetzt gerade gemacht? Muss ich gleich mal gucken. Oder weißt du das? Ich habe die Kamera aus Versehen auf meine rechte Schulter gepackt, anstatt auf die linke. Ich wusste auch nicht mal, dass das geht. Wusste ich nämlich vorher auch nicht. Und hier ist irgendwo ein 150er Tier in der Nähe, ne? Vielleicht haben wir Glück und das ist so ein Viech. Akin, ne? Ein Dingens. Careful, there are high level creatures. Also ein 150er. Vielleicht haben wir Glück und das ist so ein Viech. 135. Aber mehr sehe ich hier auch nicht. Ja, lass mal weiter gucken. Jo. Oh, ich komme jetzt hier gerade nicht mehr klar, ne? Ich habe jetzt hier 2500 Spielstunden mit der Kamera auf der linken Schulter. Ist jetzt gerade voll ungewohnt. Scheiße. Ja, okay. Rums hat's gemacht. Wenigstens haben wir jetzt Licht, ne? Ist hier nicht mehr ganz dunkel. Tauchen? Ich hoffe mal, du hast welche mit. Kletterhaken, natürlich habe ich Kletterhaken mit. Jetzt habe ich ohne Kletterhaken aus dem Haus gehe. Bitte. Niemals. Geht da oben überhaupt weiter? Sicher, da oben rum müssen? Okay. Na gut, dann komme ich. Kein Problem. Ratzfatz hier, dann mache ich den Free Climber. 135, 90, 16. Ja, wir sind noch nicht mehr in der Range von dem 150er. Der ist hier nicht. Okay. War irgendwo da unten halt. Vielleicht war ein Glowtail. Wahrscheinlich was anderes. Achtung. Der lebt noch. Ich dachte, der wäre tot. Nee, Scheiße. Wow. Ich hab angefangen zu fliegen. Du? Ich bin hinter dir. Ich bin da hochgeflogen. Achso, ja. Hallo. Du bist da wahrscheinlich eh hoch. Okay. Aber Achtung, da ist uns noch ein Kano. Ja, Raptor. Na gut. Raptor nicht mehr. In die Falle gelockt. Okay, Raptor 2. Nichts. Nee, ich hab nichts gesagt. Ganz vergessen. Ich hab nichts gesagt. Was soll das? Nee, halt nichts. Ja, ich komm ja. Hier rechts ist ja das Glow. Ah, da ist das Artefakt, ne? Was? Der Glowtail hat leider gerade kein Dingens mehr. Pass auf vor dir, genau. Oh, ich will nicht runterfallen. Bitte nicht. Muss nachladen. Gut. Bei dir noch einer? Ne, alles weg. Aber was ist hier noch? Das ist jetzt auch gleichzeitig, ja gut, ist die erste Höhle, ne? Wir sind jetzt gerade am Weg zum ersten Artefakt hier. Oder das leichte Artefakt anscheinend, oder eins der leichten. Ich stelle mein Viech mal kurz um, warte. Dass das automatisch angeht, wenn die Lampe voll ist. Da. So, also wenn die Charge, wenn die Ladung da ist, ne? Was für einen Sinn gemacht.
Wir sind wohl im Kreis gelaufen, ne? Oder? Scheint so. Nee, aber wir sind doch... Dann ist hier vielleicht noch irgendwo ein versteckter Weg. Wir sind ja hier hoch, oder wo, ne? Ja, was? Nein. Bist du noch nicht hier rum? Nein, nein. Achso, weiter da rum, wo du bist? Okay, ich komm. Wir gehen jetzt wieder ein Stückchen Weg nach unten. Ich komme. Ja, gut, ein Stückchen. Ja, okay. Ja. Wir sind da drüben, wo die Krabbe steht, sind wir ja gekommen. Mhm. Und wir wollen? Ich denke, nach oben, oder? Ja, wir wollen hier rumgucken. Das können wir ja immer noch holen. Ja, okay, gut. Okay, wir suchen hier halt Glowtails. Oder einen weiteren zumindest. Ein Männchen. Vor uns, Skorpion. Ja. Ausgemerzt. Hier ist wieder der 150er irgendwo. Ich hasse die Flügel. Ja, manchmal nerven sie, ne? Einmal springen ist halt okay, man darf nur nicht aus Versehen nochmal drücken. Ich kann nur gucken, ob da oben irgendwas ist. Nein, keine Koi. Das kann ein 150er Koi sein, tatsächlich. Koi, achso. Ja, ich guck gerade hier, der ist recht groß. Also, irgendwo hier ist der 150er, aber wer weiß wo. Ja, auf jeden Fall ist es nicht der Sarko, der da unten ist. Der ist 140. Das ist die Krabbe. Die Krabbe, unten. Ich sehe sie auch, ja. Ach, und da oben steht auch der Artefakt, ne? Siehst du ja, ne? Ja. Okay. Na dann, wo gehen wir rum? Ja, wir gehen einfach den Weg entlang. Ja, würde ich auch sagen, ne? Das soll schon passieren. Lass mal hier wieder weiter, ja. Das ist ein Kano. Ja, einfach schieß einfach, war. Am besten ist halt du Puls, weil du machst auf Entfernung auch voll Damage. Ach, da ist noch mehr. Und ich mache halt auf Entfernung leider nicht mehr so viel. Aber sobald sie näher kommen. Ach, der ist vorbeigerannt, der Hund. Du Hund, du. Noch einer? Wolf. Ne? Okay. Ne? Ich sehe nichts. Scheint. Doch, Skorpion. Jetzt auch wieder, ne? Ich wollte eigentlich nur eben springen und schießen. Klappt natürlich direkt die Flügel aus und fliegt. Oh, pass auf, hier in der Dings packt noch was. Jo, lass den wegmachen, mal. Kein Bock, meine Rüstung jetzt hier noch zu verlieren. Davor. Ja, da war noch was. Ich hab dich abgeknallt. Du bist scheiße, voll vor die Schrotflinte. Ja, passiert dann. Das ist halt die Kacke, wenn man so gute Teile hat, ne? Ein Schuss. Egal, was für eine Rüstung das war. Ich hab dich einmal getroffen. Fuck. Was brauchte ich für ein Bett? Fiber, Holz und Leder. Hab ich halt nichts von. Außer ein bisschen Leder. Ich hole mir eben das Artefakt. Die Flügel, die ihr da habt, sind Tech-Sachen, oder? Nein, sind ganz normale Flügel, die kannst du, wenn du Operation hast, lernen und herstellen. Ja, jetzt muss ich halt meinen Weg hier irgendwie wieder rausfinden mit dem Glowtail. Jetzt bringt mir auch nichts, einen zweiten zu holen. Jetzt muss ich erst irgendwie den Serp wieder hier hinkriegen. Na, aber ihr habt ja schon mal gesehen, wie man die zähmt und wo man hier das Artefakt herbekommt. Wenn wieder irgendwas Interessantes passiert, zeige ich euch dann natürlich wieder. Wir haben hier noch so einen Glowtail gefunden. Also wir sind immer noch hier in der Höhle. Ach, da ist aber übrigens noch der kleine Kano, ne? Da war kein Kano. Ich habe keinen gesehen. Oh, mein, der geht immer noch hoch. Oh. Huh, ich muss mich hier gerade auch gegenfüttern. Ja, noch einer. Ja, ich will jetzt nicht mehr schießen, ja. Kannst du den einen noch pullen? Mit dem Bogen geht's wahrscheinlich besser, wie ich mit der ungenauen Schrotflinte. Okay. Oder der stirbt halt da hinten. Kann natürlich auch sein. Ja, gut. Dann stirbt er halt da hinten. Hier ist halt... Oh, Non-Raptor. Ah, ich muss nachladen. Fuck. Hörst du wohl auf, mich zu beißen? Was ist das denn für einer? Ups, die sind jetzt natürlich doof. Ein bisschen um eine Ecke oder so. Da ist noch eine. Das ist doof, ja. Zwei. Noch einer. Ja, super. Kriegen wir auch noch. Oh, im Raufpasser. Glowtail nicht abknallen. Ups. Und dich auch nicht. Mann. Na gut, die Schrotflinte ist jetzt nicht gerade so die genaueste, die zarteste Waffe, ne? Hier ist auch ein Männchen, ist doch super. Haben wir Männchen und Weibchen. Haben wir doch das, was wir wollen. Oder? Das ist ein Weibchen, ne?
Was ist ein Weibchen? Glowtail, komm, zeig dich. Weibchen, ja genau. Nehmen wir jetzt hier noch das Männchen mit und haben wir Männchen und Weibchen für zu Hause, dann können die schon mal ein paar Eier legen. Hier vor uns direkt ist noch, böse. Du böse sein. Lass mich. Der ist 150, fuck. Jetzt finde ich hier noch einen 150er, darf nur nicht wahr sein. Kannst du mir helfen? Eieieiei, okay, geschafft. Oh, ist. Na, okay, ich penne aber trotzdem nochmal ein. Ich mach nochmal kurz Bubu nach dem harten Kampf, ja? Ich ging ja davon aus, so was. Das schaffen wir jetzt hier noch locker flockig, ne? Nächstes Mal sollten wir vielleicht wirklich irgendwie ein paar Vorbereitungen treffen. Oh, da war knapp. Komm wieder mit, mein Glowtail. Komm mit. Ja, man überschätzt sich dann doch manchmal einfach so ein bisschen. Aber zum Glück haben wir so viele Eidrecke dabei. Na, wie läuft er? Einmal noch? Dann ist er fertig. Vorne wäre halt auch nochmal einer gewesen, aber ich würde sagen, zwei reichen erstmal, ne? Bringen wir die beiden nach Hause. Und dann ziehen wir jetzt mal los wieder zu The Rock Drakes. Wird auch mal wieder Zeit. Na, da ist er fertig. Noch ein Glowtail. Schön sehen die aus. Deiner sieht auch schön aus von der Farbe her. Meinst du, sollen wir wirklich weiter hier rum? So ein bisschen rumlupen. Okay, ja, jetzt finden wir natürlich wieder die Glowtails einen nach dem anderen. Oh, hier war noch ein Glowtail 50. Ah ne, das ist ein mega neuerer. Nö, sieht schon ziemlich sauber aus hier mittlerweile, ne? Achso, hier. Ist das hier eine von den Wänden, wo wir hochgeklettert sind? Ne. No, what? Da war woanders. Ich denke, wir sind durch, wa? Ach du Scheiße, jetzt kommt der Seeker, ne? Naja, wegen dich. Er hat den zu treffen, vielleicht. Jupp. Ich komme jetzt gerade noch nicht hoch, wo du bist. Wow, das war. Der ist 145. Tch. Wo ist der? Ich sehe den jetzt nicht mehr. Junge, zum Glück habe ich so viele Heiltränke dabei. Da muss ich halt immer gucken, dass ich nicht in die Richtung schieße, wo du bist. Macht das gerade nicht leichter. Ich schieße mal dahinter. Ey, pff. Baby, ernsthaft? Ja, kannst du dich hinterm Stein verstecken? Dann kann ich den kalt machen. Aber solange wie du halt immer da, ne? Irgendwo im Schussfeld bist. Wäre es nicht sinnvoll, einfach Nahkampfwaffe zu nehmen? Ich weiß nicht. Meinst du, die machen mehr Bums? Ich hätte jetzt gedacht, dass damit besser geht. Ja, weil ich alle meine Pfeile da verschossen habe. Ach so. Drei Pfeile noch versucht, den zu kriegen. Okay, ja, das macht nee, keinen Sinn, ja. Hier. Und ich habe halt immer, ne? Immer wenn irgendwie grob in deine Richtung, habe ich sofort nicht geschossen. Der ist gewartet, wieder ein bisschen weiter gedreht. Lästig. Mittlerweile bin ich auch ganz nackig. Ja, ist schön, ne? Mit kompletter Rüstung in die Höhle rein und nackig wieder raus. Habe ich nicht noch eine Zweitrüstung? Nee. Nichts. Aber ist egal. Wir haben das, was wir haben wollen. Oh, ja, das trifft sich gut. Ich habe gerade Durst. Und ich habe also gut Muni verballert hier. War das da echt eine Sackgasse? Hätte ich jetzt ja nicht gedacht. Ja, also hier bin ich vorhin auch raus. Ist aber ein guter Weg. Ich bin erschöpft. Muss man eben latschen. Oder ja, stehen bleiben am besten. Eigentlich war die Höhle nicht schwer, ne? Aber wir haben uns da wieder ein bisschen, naja, blöd angestellt. Aber ist egal, wir haben trotzdem geschafft, ne? Und wir haben zwei Artefakte hier rausgeholt. Nicht rechts, ne? Wir haben zwei Glowtails. Komm, ab nach Hause. Lass uns wieder zu Hause feiern, können wir sagen. Wir sind schon wieder nach Hause gekommen. Langsam wird das hier zur Regel, ne? Dass wir die Sachen irgendwie nach Hause bringen. Was ist das da oben? Das ist ein Kanu. Oder was meinst du oben? Macht da eine Qualle da drin? Ja, ja. Da sind wir vorhin schon vorbeigelaufen, ja. Ah, ne, da war woanders. Da war kein Kanu. Pass auf, links ist wieder so ein Tausendfischler. Ja, wir müssen eh hier hoch, genau. Ja. Und dann? Ja. Da ist wieder ein Cloud, ey. Nee, so klar. Level 90 diesmal, Female. Sollen wir. Weiß ich nicht. Wenn er eine schönere Farbe hat, können wir ja tauschen.
Lass mal gucken. Welches? Weil meiner sieht schon ein bisschen blass aus. Ich glaube, der ist schöner. Du, der ist viel schöner. Ja, lass den mitnehmen, komm. Der ist farmfroh. Ja, pass auf, da kommt wieder was. Ja, okay, jetzt rennt aber auch. So geht's auch. Nein, der rettet daher, oder was? Nee. Der Glowtail, ja, der Glowtail ist hier. Wir müssen nur die Leiche im abbauen. Steckt dahinter. Da ist er, hier in der Ecke. Aber du hast ihm Schneiden gegeben? Ah ne, ich hab mich ich da hab richtig. Ihn noch keinen gegeben. Wo sitzt pass auf, die Klappe ist aggro. Kommt die hoch? Sieht noch nicht so aus, siehst du dämlich dafür. Gut, ich will dem halt, ich will mich halt hier hinstellen und dem den Weg verhindern, dass der nicht hochkommt. Ah, der bleibt wahrscheinlich eh da stehen. Machen wir nochmal einen. Ja, sieht einfach schöner aus wie meiner, muss ich sagen. Ich find's zwar schade, meinen hier zu lassen, aber man muss sich auch mal trennen können, ne? So. War ja auch schon 74, immerhin. Ne, aber du hast doch den hohen, ne? Oder was hat deiner für ein Level? Guck mal. Ne, meiner ist der niedrigste hier. Ich hab nur 20. Okay. Na gut, aber ist halt auch ein Männchen, ne? Genau. Wir brauchen halt auch ein Männchen. Den nehmen wir noch mit hier, auch wenn es noch. Ah, dauert halt ein paar Minütchen. 5 Minütchen, dann haben wir den ja auch fertig. Ja, guck mal, der ist dann schon mal 145 oder so, ne? Oder sagen wir mal 143 wieder vielleicht. Ist schon ganz okay. Da will er wieder. Genau, lass dir schmecken, Kleiner. Fast 50%. Na, willst du wieder? Ja, er hat geschissen. Ich glaube, der will wieder. Aber langsam ist hier alles voll mit Kacke. Ich muss die Kacke mal aufheben. Da. Boah, da 4 Häufchen hat er schon rausgedrückt. Das kleine Tier, unglaublich. Da, Krabbe, damit du auch was hast, ne? Ganz schön am Drücken hier. Pressen, pressen. So, 76,9. Und damit... Boah, ich werde hier runtergeschmissen, ne? Und damit haben wir halt endlich alle von den Leuchttieren. Ja, mittlerweile haben wir gut 60% der ganzen Gesamttiere hier auf Aberration schon. Viel fehlt nicht mehr. Sind zwar noch die großen, tollen, bösen, ne? Aber den Rest haben wir schon mal alles. Komm jetzt, ne? Streng dich an, Kleiner. Verdau schneller. Ohne, dass ich da runterfahre am besten. Da, da will er. Lass mich doch. Hebt er auch noch erst wieder die Kacke auf, ne? So, der sieht einfach natürlich auch erst wieder die Kacke. Die Kacke ist halt wichtiger. Immer, immer erst die Kacke. Okay. Ich stell den nochmal kurz um hier, dass der auch von selber eben angeht. Nicht weiter wegrennen. Hier bleiben. Das ist so kacke hier mit dem ganzen Kleinkram, was man hier aufsammeln kann, ne? Ich muss jetzt hier gerade die ganze Zeit aufsammeln. Weil immer irgendwas da hinfällt, bevor ich da looten kann. Okay, endlich geschafft. Wir können raus. Ja, den einen lassen wir halt hier. Vielleicht lebt er die Tage noch, ne? Wenn wir wiederkommen. Vielleicht auch nicht. Werden wir sehen. Ich meine, warte mal, die können nicht fliegen, ne? Ich mach den einfach mal Follow. Was soll schon passieren? Komm, wir gehen. Wir packen unsere Sachen und wir gehen. Na gut, der kommt schon nicht mehr mit. Schade. Naja, bleib's halt da. Der steht halt schön in der Ecke. Ich glaube nicht, dass wir hier lang gegangen sind, oder? Nö, ich glaube auch nicht. Okay. Ne, sind wir auch nicht. Wo war das denn? Wir mussten irgendwo so einen Weg hoch. Also hier stand ich vorhin auch mal. Und dann war ich am Gucken bei dem Glowtail rum. Nö. Wo war das denn? Ich glaube, wir müssen wieder zurück. Geh weg. Sarko. Tot. Totes Sarko. Ja, alles töten. Ey, hier ist nochmal Female Glowtail Level 100. Ja, und hinter dir ist eine Krabbe, die ne, Blauenschwanz. Die kommt immer noch nicht. Nö, die kommt doch nicht raus, glaube ich. Die hängt da fest. Okay, ja. Können wir später halt nochmal hingehen, ne? Den 100er da oben. Der ist nicht schlecht. Bestimmt später nochmal wieder wegen ja, dem genau. Artefakter, also daher. Ganz genau. Aber wir brauchen halt mehr von den Glowtails, weißt du? Wegen ne, Eiers. Nee, ein Männchen und 3 Weibchen oder so. Ja, ich glaube, hier ist gut, oder? Ich bin ja vorhin dann einmal rumgelaufen oder war ich plötzlich wieder beim Artefakt? Ja, dank. Ich höre da schon wieder. Auf jeden Fall immer nach oben ist schon irgendwie gut. Bist du? Hinter dir. Mir, ja. Yep. Oh, ich habe einen nervösen Finger. Darf ich nicht aus den abdrücken?
Ja. Ja, lässt er mich ja, wieder vorher. Ja. Achso. Hier war ich mir jetzt halt nicht sicher, ob. Ich glaube, wir kommen wieder zu dem Artefakt. Wo ist denn jetzt mein Essen? Ah, da. Hier war ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob links rum oder darum. Genau, ja. Hier war die Sackgasse. Wir müssen jetzt wieder hier lang. Doch, andersrum. Doch, darum. Darum. Jetzt. Sind wir hier so rum? Du hast auch wieder links lang. Hier haben wir den Kahn. Ja, hier kamen wir her. Ja, ja, hier kamen wir her. Das hier ist gut. Genau. Ja, hier sind wir auch geklettert. Ich glaube, hier drin kann man schwimmen. Ich probier's mal. Nein, kann man nicht. Ja, doch, bedingt war. Ich habe nur Pech gehabt, ich hätte ein Stück springen müssen. Bin irgendwie auf so einem Stein aufgeschlagen. Oh, die Brücke hier, die ist aber auch. Da muss man erstmal drüber. Hol dir die bösen Tierchen. Naja, später holen wir uns noch böse Tierchen. Sehe ich hier gerade so nebenbei. Erstmal hier, ne? Ich bin jetzt über die Glowtail schon wieder zufrieden. Eins nach dem anderen. Wir sind fast durch, ne? Wir haben ja fast alles. Ja, hier war das hier. Dann hier rum, glaube ich. Hier rum, war das richtig? Ja, hier hoch auf jeden Fall. Immer weiter nach oben. Und da sind wir wieder raus. Puh. Jetzt müssen wir auch noch den Weg wieder nach Hause. Na, ich wollte jetzt sofort noch mal eben zeigen, wo der Eingang der Höhle ist. Auf den Koordinaten. Komm, dann kann ich mich ja hier mittlerweile auch mal ausziehen, ne? Mein letztes Teil noch so, jetzt bin ich wenigstens richtig nackig. Jetzt sieht man den auch mal richtig schön, ne? Den Glowtail da hinten drauf. Wie er sich präsentiert mit seinem langen Schwanz. Warum läufst du nicht mehr, Kollege? Ah, jetzt wieder. Da sind wir draußen, ja sauber. Gott sei Dank haben wir es geschafft. Tja, jetzt haben wir halt alle zusammen. Alle drei zusammen. Ne, alle vier. Ja. Endlich mal wieder, ne? So, jetzt kann ich nochmal kurz zeigen, wo wir waren. So, da sind also die Koordinaten. Hier ist der Höhleneingang. Und ja, ne, da rein und dann viel Spaß. Denke, kann man ja gut sehen, ne? Ungefähr, was ist das? 55, 25, ja. So ziemlich. Das passt. Okay, ab nach Hause. Bringen wir die Tierchen nach Hause. Na gut, ich zeige dann wieder, wenn irgendwas Interessantes passiert, oder ne? Ich sag mal, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge, sag ich mal. Ja, lass mich da durch, ihr du! Ja. So, wir sind erstmal raus, ne? Tschüss!